Einst war Nafiri eine Macht des Chaos und Verderbens, die in einem Dolch gefangen in der Wüste Shurimas verschollen war. Jetzt hat sie von einem Rudel Dünhunde Besitz ergriffen und ihre Freiheit in einer endlosen Jagd gefunden. Als Kreuzung aus Hund und Düsterer erschafft ihr Heulen eine Horde von Zähnen, Klauen und Klingen. Und sie ist hungrig. Willkommen zum Champion Spotlight mit Nafiri. Es ist einsam an der Spitze der Nahrungskette. Nafiris Passiv ist Wir sind mehr. Sie lässt Minimis erscheinen, die ihre Angriffe kopieren und ihre Fähigkeiten unterstützen. Oh, braves Mädchen. Champion-Treffer mit Fähigkeiten und letzte Treffer senken die Abklingzeit des Erscheins. Mit jeder Stufe wächst das Rudel schneller und wird größer. Jeder Rudelgefährte hilft Nafiri gelegentlich bei letzten Treffern, hat sein eigenes Leben und kann Skillshots fressen, aber nicht deine Hausaufgaben. Durch den Einfluss der Düsteren ist Nafiri nicht einfach das Leittier, sie ist das gesamte Rudel. Andere Champions schicken ihre Handlanger oder sind auf sich allein gestellt, aber diese Meute arbeitet als Einheit. Sie hat diesen Hund in sich. Und noch einen. Und noch einen. Da ist jemand wirklich auf den Hund gekommen. Nafiris Kuh wirft einen Dolch, der bei allen getroffenen Gegnern eine Blutung auslöst, sowie Vasallen und kleine Monster mit niedrigem Leben exekutiert. Die Meute stürzt sich auf den ersten getroffenen Champion. Schmeckt wie Todesangst. Wenn bei der Reaktivierung ein blutender Gegner getroffen wird, erleidet er die restliche Blutung auf einmal, plus Schaden abhängig vom fehlenden Leben. Wenn das Ziel ein Champion ist, wird Nafiri geheilt. Damit hat Nafiri auf den meisten Lanes die Schnauze vorn. Sie hat eine höhere Reichweite als viele andere Assassinen und jeder schmeckt nach einem zweiten Dolchtreffer köstlich. Wenn die Zeit für die Jagd nach größerer Beute kommt, kann sie so die Vasallen schnell beseitigen. Erweitern wir unser Jagdrevier. Mobilität macht jeden Assassinen glücklich. Mit Blutjagd kanalisiert Nafiri kurz, bevor sie einen Gegner anspringt. Das Rudel folgt ihr und verursacht pro treuen Freund zusätzlichen Schaden. Nafiri jagt Gegner über lange Strecken. Wenn sich ein Azrael oder eine LeBlanc verdünnisieren wollen, lässt sie sich nicht einfach abschütteln. Aber wenn sich ihr Ziel sehr weit entfernt, sind keine Hunde erlaubt. Leicht verwundbare Ziele sind damit für sie wie ein gefundenes Fressen. Aber Vorsicht, andere Champions können die Wucht ihres Angriffs blocken. Außerdem sind ihre Rudelgefährten während des Kanalisierens nicht anvisierbar und können Nafiri nicht vor Skillshots schützen. Nafiris E, Ausweiden, ist ein kurzer Sprung, der Gegnern auf dem Weg Schaden zufügt. Bei der Landung wirbeln Dolche um sie herum. Das Rudel wird zurückgerufen und vollständig geheilt, wodurch du sie im Notfall an die Leine nehmen kannst. Nafiri kann diesen Sprung mit ihrem W kombinieren, um schnell ihre Jagdgründe auf ahnungslose Lanes auszuweiten. Lass dich dabei nur nicht von Champions mit Massenkontrolle erwischen, die Hundefänger spielen wollen. Sobald Nafiri mit beiden Sprüngen den Kampf begonnen hat, heißt es friss oder stirb. Mit einem mächtigen Heulen entfesselt Nafiri ihre Ult, den Ruf des Rudels. In einem Wirbel aus Klingen und Klauen lässt sie zusätzliche Rudelgefährten erscheinen. Sie erhalten zusätzliches Leben und Lauftempo, genau wie mein Hund, wenn es Zeit fürs Fressi ist. Beim ersten Angriff gegen ein Champion erhält Nafiri Angriffsschaden, Lauftempo außerhalb des Kampfes, kurzzeitige Sicht und einen Schild. Nach ihrem ersten Takedown werden all diese Effekte erneuert. Was du bei der Ult nicht unterschätzen solltest, ist der Sichtboost. Damit sie dich besser sehen kann. Schaffe den perfekten Moment, um deinen Killerinstinkt auszuleben. Wenn in deiner Nähe ein Gegner enthüllt wird, wie ein köstlicher AD Carry, benutze W, um die Beute zu fixieren und die gesamte Horde auf ihn zu hetzen. Den Stärksten beißen die Hunde. Nafiri entstand aus dem Konzept eines Anfänger-Assassinen, mit dem man die Klasse lernen kann. Ähnlich wie Pantheon oder Zed will sie schnell die Führung übernehmen und auf der gesamten Karte einen frühen Sieg erspielen. Ein angehender Assassine muss ein Gespür dafür entwickeln, wann sich ein Kampf lohnt. Eine gute Nafiri hebt sich von der Masse ab, wenn sie weiß, wie sie ihr Rudel anführt und um es herum spielt. Du bist stur, Aatrox. So entschlossen zu sterben. Für einen Meister-Assassin ist es unerlässlich, die perfekten Bedingungen für einen Kill zu schaffen. Nach Nafiris Lektion kann jeder Welpe zur ersten Wahl werden. Mit der Macht ihrer mörderischen Meute steht Nafiri an der Spitze der Nahrungskette. Hilf dem Hund der 100 Bisse auf ihrer nächsten Jagd über die Links unten.